Willkommen zurück bei 2 die Zocke und es geht weiter mit unserem Let's Play zu Silent Hill 2. Ich begrüße wie immer an dieser Stelle die wunderbare Co-Pilotin Lotte. Hallo. Ja, hallo. So, ich habe Patronen für die Pistole gefunden. Fantastisch. Es geht gleich los, als wäre hier. Da liegt doch nochmal was. Ach, Begeisterung. Nochmal Patronen, ja. Doppelpack, ja. Geil. So, wir sind jetzt gerade hier in dem Hotel angekommen. Stuff only. Kann man da rein? Oh. Geil. Da liegt erstmal ein Erste-Hilfe-Kasten. Da ist nichts in der Schublade, hat aber auch nicht nachgeschaut. Ist ihm anscheinend echt egal. Das weiß er einfach. Ja. Unser alter Hellseher, der Aaron. Wer war nochmal Aaron? Also der Richtige? Nick Carter. Nein, Aaron. Also Backstreet Boys. Die haben wieder ein Lied. Echt? 2018. Nein, nicht dein Ernst? Ich hab's mir angehört, es ist traurig, weißt du auch warum? Mm-mm. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, geil. Ist gar nicht mal so schlecht. Kommt da richtig so Boygroup-Feeling auch wieder auf? Ja, die tanzen wieder wie in den 90ern. Nein, wie geil. Haben sie auch gefärbte Spitzen? Nein. Oh, das ist... Ja, dann ist es traurig. Die Aktentasche ist verschlossen. Ne, traurig meine ich einfach nur, was es für Musik im Moment im Radio gibt, dass sogar die Backstreet Boys von damals noch echt okay Musik machen. Nice. Ja, das spricht nicht für die Radiomusik heutzutage, aber was spricht schon für die, ne? Das muss ich dir mal zeigen. Na, aber bitte. Und dann können wir in einer der anderen Folgen dann über das Lied diskutieren gerne. Sehr schön. Da gehen wir in die Tiefe. Da wird radikal weg... Rationiert. Nee, mir fällt jetzt auch um Himmels Willen das Wort nicht ein, ne? Interpretiert? Keine Ahnung. Ich habe aus Versehen was richtig gemacht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Wir haben direkt einen Schlüssel für den... Ich wollte dich gerade bitten, dass wir auf der Karte schauen, ob er diesen blöden Koffer eingezeichnet hat. Muss er nicht. Ich habe den Schlüssel Fisch benutzt. So. Da ist ein Schlüssel drin, Freunde. Ja, wie geil. Ich hatte mich auf Patronen eingestellt in meinem kleinen, großen Herzen. Du hast ein Riesenherz. Das stimmt. Aber sonst bin ich ja eher klein. Wobei, das stimmt auch nicht, ne? Ich bin gar nicht so klein. Du bist ganz normal für ein Mädchen. Stramme 1,75 bin ich. Sagt zumindest mein Ausweis. Also plus minus 5 cm, weil das interessiert ja immer keinen in der Gemeinde, ne? Da sagst du deine Größe und dann sagen die, okay, Pi mal Daumen, kommt hin. Ist es für ein Mädchen ja eigentlich auch, wenn die kleiner sind, passt schon ganz gut, ne? Das stimmt. Das Wir haben cool. eine Bekannte, die ist um die 2 Meter oder was. Und da hat sie schon erzählt, dass auf manchen Dates das schon wirklich problematisch ist, ne? Ja. Und das kann ich mir so gut vorstellen, weil ich kann wirklich nicht rumheulen. Ja, 1,75 ist eine solide Größe, finde ich, für Mädchen. Das ist schon die obere Grenze eher, denn ich merke, was mir aber sehr zugute kommt, denn ich trage die sowieso nicht gerne, aber ich kann zum Beispiel keine hohen Schuhe tragen, weil dann wäre ich immer 5 cm größer oder was wie meine Freunde, weil die sind immer ungefähr so groß wie ich. Ne? Das heißt, du kannst gar nicht in die Pornoindustrie gescheit einsteigen. Also nicht mit den Menschen in meinem Umfeld, nein, da müssten dann Fremde her. Gesundheitsdrink. Ja, und deswegen, ne, alles gut soweit. Ja. Und ein Riesenherz, da hast du recht. Ein riesiges Herz. Ja. Wir waren heute auf dem Weinfest, Freunde. Wie war euer Tag? In unserer Hut. Und ja. ich muss sagen, ich finde sowas geil. Ich finde das richtig geil. Da sitzen die ganzen alten Leute um einen rum. Ich finde es großartig. Ja, die kriegen dann ehrlich. So Stückchen für Stückchen immer rotere Nasen, weil sie sich halt einfach einen hinter die Binde kippen. Weil sie recht haben. Warum nicht? Das ist in ihrem Ort. Die können nach Hause torkeln, ja. Die können eine Stunde von Heimweg brauchen. Das stört niemanden. Die sind sowieso in Rente. Die haben Zeit. Das ist geil. Geld. Durch Rente. Geld und Zeit. Gewehrpatronen. Das muss schön sein, oder? Ich stelle mir das so schön vor, Geld und Zeit zu haben. Und dann noch fit genug sein, draußen rumzugehen im Alter, ja? Ja. Also wenn ich dann mal irgendwann im Alter bin, wünsche ich mir, dass ich dann wirklich auch noch die Zeit habe, in Biergärten mein Lebensabend zu verbringen. Oh, wie schön. Ja. Und ich hoffe, ich habe noch die Energie, hinten dran zu stehen und mit dem Zeigefinger, David, mach das nicht. Wann kommst du denn heim? Wenn's Bier leer ist. Ja, das ist ja Quatsch. Ich bin ja dabei. Völlig richtig. So, hier ist abgeschlossen. Abgeschlossen wird auf der Karte natürlich mit dem... Oh, die Karte, ja. Du darfst mal die Maus nehmen. Hier sind wir. Oh, da ist das Messer. Ja. Können wir die mal kurz... Geht es so einfach? Oh, fantastisch.
So, ich möchte kurz daran erinnern, weil ich habe es mir gemerkt. 204 Da haben wir jetzt den haben wir einen Schlüssel und Schlüssel. schau mal, die Cloakroom, da haben wir, glaube ich, das gerade schon geholt. Oh Gott, jetzt überforderst du mich. Ach, hier. Ja, da haben wir gerade den Aktenkoffer Und aufgemacht. da ist der Haken. Das ist doch mal schön. Ich denke, Selten gesehen. es war eingekreist Ja. und weil ich den Schlüssel direkt benutzt hatte, weil mein Hirn heute auf 180% läuft, haben sie gleich einen Haken dran gemacht. Das finde ich herrlich. Das können wir gerne öfter so machen. Dass ich nicht blöd bin. Danke dafür. Ja, komm, einer muss hier mitdenken und ich bin das nicht. Ich lehne mich hier geistig immer ein bisschen zurück und genieße das alles. Aber ich habe ja auch schon. Ja, aber du bist halt die Frau im Stream und es zieht immer. Oh, dabei sieht man mich doch gar nicht. Ja, noch nicht. Vielleicht kommt ihr in der Zukunft. Ja, das ist. Ich mache Wissen das wir ja mit. nicht. Wow! Sorry. Die hatte ich ganz vergessen. Das passt aber gerade ganz gut. Ich wollte nämlich gerade. Ich weiß nicht, was ist denn das Nomen von charmant? Ich wollte gerade meine Charmant sagen und da dachte ich so, nee, nee, so heißt es nicht. Geilheit. Ja, ich mache das durch meine Geilheit wett. Ja, aber ich wollte doch gerade sagen, dass wir eben keine Kamera haben. Ja, aber schöne Stimmen sind natürlich auch was sehr Schönes. Samuel L. Jackson hätte nicht so viele Rollen, hätte er nicht so eine geile Stimme. Das stimmt. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Doch, und witzig ist er auch. Wir kennen den ja. Ja, Privat. privat, der wohnt auch hier. Der schreibt auch hinten dran. Der sitzt neben Der Peter schreibt die Maffay. Scripts mit Herbert Grönemeyer zusammen. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde, wir machen das richtig gut. Weißt du, das Ablesen merkt man uns gar nicht so an. Merkt man gar nicht, Ne? ja. Klingt wie improvisiert. Das ist, weil wir so früh lesen gelernt haben. Sag mal, gab Ja. es das bei euch auch, dass ihr so in der Grundschule Noten auf sowas bekommen habt, wie fließend lesen Ja, und Schreibschrift oder schreiben. Schrift? Genau. Und vor allem das Mit diesen Lustigste war, blöden Kästen, wo man sich dran halten musste. Ich hab's oh gehasst. Gott, ja, und diese Hefte mit den, mit diesen Kästen, ne, wo man dann Groß- und Kleinbuchstaben. Ja, zum Kotzen, wenn ich ehrlich Der bin. David schaut mich gerade mit leuchtenden Augen an, weil wir den Schlüssel benutzen konnten. Ja, Wir schauen dann gleich mal rein. hopp, hopp. Das ist ein Wandschrank, da will ich zuerst hin. Ist nix. Da ist ein Zettel. Bitte geh jetzt nicht einfach zur Tür raus. Wer? Aaron. Aaron! Wer von den Backstreet. Erkennst du von den Backstreet Boys, wer der Aaron ist? Ja. Auch von. Die sind jetzt nämlich eher so Backstreet Onkels. Ja, das. Da bin ich tatsächlich echt gespannt. Oh, da ist ein Schlüssel. Ja, also das läuft ja bei uns. Ich bin ja Ich begeistert. habe den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Dessen Notizbuch steht nichts Interessantes. Ich habe es mir aber auch nicht angesehen. Ich gehe einfach mal davon aus. Ja, also bitte. Schaut mal doch wenigstens mal kurz durch. Oh, hier ist die Wand kaputt. Ja, hallo. Guckst du da mal rein, Aaron? Tust uns den Gefallen? Ja, nice. Dankeschön. Was? HAV positiv. Auch wir können Home schreiben. Ich weiß allerdings nicht, was uns das bringt. Einfach nur, weil du es willst und weil ich gerade das O weggedrückt habe. Weil ich Ja. nochmal das O weggedrückt habe. Wir haben kein M. Wir haben M. Und jetzt? So, jetzt musst du das Klicken laut nachmachen und dann macht's den Koffer auf. Zimsalabim. Hex, Hex. Zimsalabim. Bam, bam, saladu, jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem blöden deutschen Lied. Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Was ist das? Na, zeig mal her. Durchgestrichen. Da war Oh, der da Code stand bestimmt der drauf. Code. Och, Wir, nein, ich weiß ganz Leute. genau, was wir jetzt machen. Ich weiß, was wir Ein machen. Radiergummi suchen? Nein, wir haben hier Verdünner. Alter, nicht dein Ernst. David, du bist ja fit. Ich bin ja begeistert. Herr! Ich bin fit! Richtig! Richtig! Ja, aber hallo. Aber ich habe ja heute auch auf dem Weinfest mein Bierchen bekommen. So, können wir jetzt endlich auch mal so sagen, ne? Ja. Schön, wie Home stehen bleibt. Heel. Oh Gott. Wir hatten es doch gerade von hohen Schuhen. Ich wollte gerade sagen.
Ich habe eine Spieldose Aschenputtel. Ah, die kann unten auf das Spieldingens. Ja, Mann, und das ist eine von drei, ne? Wenn Weiß mich nicht ich? Alles täuscht, ich glaube, ich Ach habe so, im ist Kopf. es wieder so schlüsselmäßig, meinst du? Ja, ich glaube, in der Spieldose waren drei Aussparungen. Aussparungen für alle, die genauso leidenschaftlich wie ich. Und jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Herrgott, ich bin heute nicht so fit. Hier die Grey Grays vom Gronkh. Ne? Also jeder, der es geschaut hat, weiß jetzt, was ich meine mit Aussparungen. Herrlich, herrlich. Vielleicht irgendwann, wenn wir die Cam haben, schreien wir auch irgendwelche schönen Begriffe in die Kamera. Moment, ganz kurz, hör mal hin. Da hat gerade eine Frau geweint. Ja, ich habe Töne vernommen, ja. Okay. So, schauen wir doch mal. Guck mal, ich glaube, wir sind hier durch. Ich hab die Maus, ich hab die Maus. Wir sind hier durch, wir haben hier auch schon den Haken. Ich finde das ganz fantastisch. Hier haben wir schon den Haken. Und wir kommen hier nicht rein. Dann Korrekt. könnten wir uns jetzt mal andere Stockwerk begeben, ha? Oder halt erstmal unten. Möchtest du vielleicht erstmal unten das eine Ding reinparken? Ja, machen wir. Wo ist denn der Mitarbeiteraufzug? Ich sehe hier nur den normalen E für Elevator. Das stimmt. Weil das sind Toiletten. Well, that escalated quickly. Weil Rolltreppe auf Englisch auch Escalator heißt. Ja. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig. Aber mal, warte mal, stand da jetzt Escalator oder Elevator? Elevator. Es stand gar nichts da. Ich bin einfach Englisch gut bewandert. Der Nee. stand wahrscheinlich Aufzug. Mitarbeiteraufzug stand da. Ja, nice. Ja, willst du erstmal runter oder wollen wir erstmal. Ja, ich will nur ganz kurz mal schauen, ob das nicht vielleicht Ja, doch du kannst ist. den benutzen, oder? Den Schlüssel? Wollen wir das mal probieren? Aber ich glaube, das ist nicht der Mitarbeiteraufzug. Aber wir sollten es nur für die. Vor der Lulz. For Aber the record. normalerweise. Ja, Das ist das okay. erste Mal in der Folge, dass ich irgendwas auf Verwenden drücke und es geht nicht. Ab jetzt geht's bergab. So, das war's. Verabschiede dich mal von den Höhenflügen. Nee, ist ja schön, ne? Man ist schon ein bisschen im Spiel drin und. Ja, wir werden langsam Profis. Nee. Genau. Ich habe die Spieldose Aschenputtel hingestellt. Willst du die Spieldose spielen lassen? Fehlen noch zwei. Ja. Höre ich auch direkt. Also, ne? War auf dem musikalischen Gymnasium. Das Warst du merkt man echt? direkt. War ich. Ich war aber in. Gott. Nein, warte, pass auf. Oh Ich je. war aber in dem verhassten neusprachlichen Zweig und habe kein einziges Instrument spielen gelernt. Sogar ich habe damals Blockflöte. Ja, nur das habe ich gespielt, aber in der Grundschule. Ja. Auf der weiterführenden Schule dann nicht. Ich war sogar im Knabenchor. Ja, echt? Hat mir meine Mama letzt erzählt. Ich weiß nichts mehr davon. Ach, geil. Das finde ich aber cool. Haben wir nicht auch einen Kumpel, der im Chor singt? Da Ja, war der war ich letzt da, als wir bei Subnautica Subnautica. aufgenommen haben. Stimmt, da war ich auch sehr überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich finde das sehr cool. Haben wir ihn introduced? Ich kann hier nicht hoch. Maus. Über den Wolken. Ei, ei, Oi, ei. oi, oi. Über die Treppe wollte ich Ja. rein. Ja, komm, ist die erste Folge der Aufnahmesession und wir sind schon weitergekommen. Mehr kann kein Mensch von uns heute erwarten. Nee, komm, wir brechen ab. Wir machen jetzt noch, warte mal. Wir machen jetzt noch 6 Minuten fröhliches Rauschen und dann geht's weiter. Meeresrauschen, ja. Dass man einschlafen kann. Oh, was habe ich denn da letztens? Ach ja, wir haben diese nette neue RTL-Show geguckt. Oh Gott. Wir haben ja donnerstags immer unseren Brainless-Abend, Ja. wo wir gemütlich mit einem guten Freund zu dritt zusammensitzen und uns ein bisschen berieseln lassen von RTL, RTL 2, Der von dem. uns Subnautica gekauft hat. Vielen, vielen Dank. Ja, dieser tolle Mensch. Und da sitzen wir donnerstags immer und jetzt gibt es eine neue Sendung, wo sie mal wieder Leute zusammengesteckt haben aus anderen Sendungen, da draußen eine neue gemacht haben. Bachelor in Paradise, wir geben es zu. Okay, wir können es ja einfach mal sagen, genau. Wir nehmen irgendwelche gescheiterten Kandidaten, packen die auf eine Insel,
und lassen die sich paaren, alles, was die halt so machen wollen, und halten die Kamera drauf. Und da hat einer auf jeden Fall, da geht's dann natürlich auf Dates, weil klar, das wollen die Leute sehen, ne? Und dann hat die eine so eine Muschel in die Hand genommen und dann sagt sie, sie fing irgendwie an mit, weißt du was? Oder so, schön, hat sich wahrscheinlich noch dabei in den Haaren gespielt oder so. Und dann meinte er nur so, ah, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass man das echtes Meerrauschen hört. Und sie halt super enttäuscht so, ja, aber hör doch mal, ist wirklich so. Und das Geile, wie er dann gemeint hat, von wegen, ja, halt dir einfach ein Glas ans Ohr, es ist allergleiche. Und sie total überrascht, was, echt? Ja, und es hat großartig. Einfach, man hat großartig. In ihrem Gesicht gesehen, es hat ihre Welt ein bisschen zerstört. Aber sie war auch begeistert von dem neuen Tipp, dass sie auch einfach ein Glas nehmen kann. Und was er alles weiß. Ja, ne? Ja. Wow. Hat er kurz mansplained? Das mögen wir Frauen ja immer sehr gerne. Also die Hose hat sie quasi schon ausgezogen gehabt, ja. Ja, das haben sie halt einfach nicht mehr gefilmt, ne? Aber wahrscheinlich hat er einfach succeeded. Ist das hier denn mit der Folge? Ist das ein zweiter Aufzug? Aber sind wir mit dem schon gefahren? Nee, hier lag was drin. Da lag am Boden was in der letzten Folge. Ach cool, ja, dann lass doch mal den Schlüssel probieren. Normalerweise wird der Schlüssel immer automatisch probiert. Schlüssel muss ich eigentlich gar nicht anwenden, bis auf den Aktenkoffer, da muss ich tatsächlich. Ah, okay. Nee, scheint aber nicht so. Wir probieren alles, damit ihr, weil wir wissen ja auch, wie das ist, wenn man zuschaut, ne? Also wir wissen, wie es geht. Wir wollen nur gerade noch nicht. Nee, ich wollte jetzt gerade sagen. Nee, das war geflunkert. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir wissen ja auch, wie das ist, wenn man sich ein Let's Play anschaut und man schreit den Bildschirm an. Jetzt probier doch mal das. Wieso probiert er das nicht? Wenigstens probieren, ja. Und deswegen denke ich mir auch, mich stört das immer, wenn ich das sehe, dass er das probiert hat und offensichtlich geht es nicht, dann schaue ich das gerne weiter. Aber wenn jemand das halt einfach nicht probiert, dann denke ich mir, jetzt musst du da halt wahrscheinlich irgendwann nochmal hin, um zu probieren. Und wahrscheinlich klappt es dann auch wieder nicht. Gut, bin ich vielleicht ein bisschen pessimistisch. Aber ich finde es schön, das zu sehen. Deswegen finde ich es immer gut, wenn wir das auch so handhaben. Was ist das eigentlich für ein Raum? Der hat gar keinen Namen auf der Karte. Weil wir nur die Karte für die... Für die Besucher haben. Stimmt. Hier waren wir schon. Ja. Okay, wir haben Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Wir finden nur den Aufzug nicht. sollen wir noch mal kurz auf die Karte schauen, wo wir gerade eigentlich sind? Sind wir noch auf dem... Ah, wir sind jetzt im Erdgeschoss quasi, ne? Ja. Wo wir reinkamen. Mhm. Also, und ist noch so ein bisschen die Theorie, dass hier der Bereich ist, der Mitarbeiter, so hier in dem Part des Gebäudes. Alles, was so wegen ausgegraut ist. Könnte schon sein, gell? Und wir kommen aber hier nicht weiter. Wir kommen in die Rezeption hier drüber. Ja. Also es ist nicht einfach, mit dem Messer zu treffen. Aber wir kommen hier nicht weiter. Haben wir denn im zweiten Stock schon probiert, hier reinzukommen? Auch, ne? Hier geht's auch nicht weiter. Da ist noch eine abgeschlossene Tür. Vielleicht ist das wirklich die Tür mit dem... Lass mal hin. Das könnte sein. Hey, das wäre mega cool. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, da ist die Spieluhr. Hier ist die große Treppe. Ich versuche mich wirklich ein bisschen mehr zu konzentrieren, so orientierungsmäßig. Nice. Ich habe den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug benutzt. Oh, das läuft heute richtig. Also ursprünglich wollen wir ja in Raum 312. Hast du dir den gemerkt? Nein, ich habe im Inventar einen Schlüssel. Alles gut. Ach so. Keine Sorge da. Ah, ich dachte gerade. aber das ist auch das Zimmer, in dem er mit der Sarah war, oder? Mary. Wieso komme ich immer auf Sarah? Keine Ahnung. Sarah Connor. Ja. Ist das das Zimmer auch? Ja. Ich glaube schon. Ich habe mich nochmal erkundigt, welche Filme für der zweite Teil besser ist als der erste. Nein, erzähl, hau raus. Der Pate?
ist der zweite Teil besser. Den hatten wir sogar, glaube ich, schon. Nö, habe ich schon? Ich glaube schon. Und dann hast du gemeint, es ist aber immer auch so ein bisschen Einschätzung vom Zuschauer. Ja, da habe ich, glaube ich, Herr der Ringe gesagt. Ja, das kann. Also an Herr der Ringe erinnere ich mich auch. Der dreht ist gerade eine Alarmanlage losgegangen. Und Ja, was noch? Erzähl. das erzähle ich in der nächsten Folge. Cliffhanger des Ist Todes. nämlich schon vorbei. Da bin ich schon begeistert. Der muss verkaufen. Du hast es einfach Ich habe raus. verkauft. Nice. Sehr, sehr schön. Leute, wir haben gut gestartet, finde ich, in die nächste neue Aufnahmesession. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr noch dabei seid, wieder dabei seid, weiterhin dabei seid und wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal, morgen 19 Uhr. Bis dahin. Ciao.